Hallo und herzlich willkommen auf Evo2KTV und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von NHL 18 der DL-Saison mit den Kölner Haien. Wir sind im Spiel 5 der Halbfinalserie gegen die Adler Mannheim. Wir waren 2-0 vorne, haben dann aber leider die letzten beiden Spiele verloren. Wir haben auch Philipp Gugula und Dylan Ruck verloren, die fallen wahrscheinlich beide den Rest der Saison aus und dafür sind jetzt Boucher und Lucas Dumont im Kader. Wir haben noch eine kleine Änderung vorgenommen, das habe ich im letzten Spiel schon gesagt, also ist absolut nichts Persönliches, aber TJ Mulock hat eben 5 Gesamtstärkepunkte mehr als ein Sebastian Vira, deswegen spiele ich ihn jetzt in den vorderen Reihen und dadurch ist Vira jetzt in Reihe 3 runtergegangen. Aber schauen wir mal, ob das vielleicht jetzt so ein Schlüssel zum Erfolg ist, um wieder in die Spur zu finden. Letztes Spiel wäre eigentlich, dass wir da so lange in der Overtime waren, hätte viel höher ausgehen können, wenn man mal sieht. Ich glaube, Mannheim hatte 32 Schüsse, wir hatten 16. Breslau 96, die Fangquote, 2 Shutouts, 1,58 Gegentore pro Spiel, 6 Siege, 2 Niederlagen, 2 Overtime-Niederlagen. Und auf der anderen Seite Dennis Endras, der richtig Mehl hatte auch im letzten Spiel, wie oft wir den Pfosten getroffen haben, wie oft der Schuss knapp vorbeiging. 1,77 Gegentore pro Spiel, 90,5 die Fangquote. Und damit geht's los, Felix Schütz, Ben Hanowski, Justin Schark gegen Gotch, Sedoguchi und Mac Murchie. Und Schütz verliert schon mal das erste Bulli. Das ist eigentlich immer ein gutes Omen. Wenn wir das erste Bulli verlieren, dann spielen wir besser. Gotch und da ist Breslau direkt mal geprüft. Wichtig, den ersten Puck zu haben. Er gibt Selbstvertrauen. Jetzt müssen wir aber hier mal den jetzt holen. So, Schütz holt das auch. Und jetzt Justin Schack. Schütz und da ist Endras. Mal vorhin geparkt. Und Reihe 2. Ne, immer noch Reihe 1. Was ist denn hier los? Erhoff und da ist Endras auf dem Posten. Guter Schuss von Erhoff. Nein! Was ist das hier wieder? Beim Tor Gustav. So, Schack. Justin Schack. Oh nein, Mann. Wie knapp. Schütz auf Hanowski. Und da ist wieder Erhoff. Und wieder ist da Endras. Das gibt's nicht. Potter. Oh, nicht gut verteidigt. Wer hat die Scheibe? Ja. Und Justin Schack, aber der hat keine Ausdauer mehr, aber ist kein Eisling. Ja Mann! Wichtig von Justin Schack, dann ist da Ryan Jones. Der Biggest Jones-Fan, du gerade zu sehen. Richtig guter Einsatz von Justin Schack und endlich mal wieder eine Führung. Erstes Playoff-Tor. Wow. War noch Assistent, nur Schack. Oh, Blair Jones. Und er verliebt wieder den Bulli. Wie kann es auch anders sein? Ne, vielleicht irgendwelche Bulli-Experten mit Blair Jones, die mir weiterhelfen können. Wobei, wenn ihr das Video seht, habe ich sowieso schon alles aufgenommen, also von daher. So, TJ Mulock. Och Mann. Oh oh. Da war ein richtig heftiger Bock, aber Breslau. Und Lalonde auf Blair Jones. Lalonde, Blair Jones. Oh, shit. Mann, schlechter Pass. Wolf passt da auf. Und Sulzer stellt sich da einfach mal in den Weg. Und Ryan Jones. Nein, Mann. Hätte die Scheibe einfach nur die Kelle reinhalten sollen. Und der war wichtig von Ryan Jones, aber der ist leider jetzt weg. Festerling und jetzt zwei. Festerling, da liegt einer im Torraum. Hallo. Wir hatten die Scheibe.
Questlord, ich sage, ich habe da oben hingeguckt. Und Uvira. Und zieht drei Mannheimer auf sich. Nein. Lambacher, Radicky. Ich nicht mal wieder so ein 2 zu 0 hier. Weslow. Oh, Glück gehabt. Und jetzt vielleicht eine riesen Kontersituation. Christian Ehrhoff mit vorne. Nein. Ja, wie kann es anders sein? Warum sollten wir auch mal sowas nutzen? Lucas Dimon auf dem Eis. Kennt ja mittlerweile der eine oder andere. Der hat ja auch bei den Haien jetzt sein Profi-Comeback-Debüt gefeiert in der Saison. Potter. Und Radicky. Potter macht das gut. Und Lucas Dimon. Ah, schlechter Pass von ihm. Boucher auf Lalonde. Boah, haben wir aber mal richtig Pech gehabt. Mann, das hat nicht geklappt, da habe ich zu wenig Speed, ey. Da wollte ich nur umkreisen, da ging mir das Tempo aus. Weslow, und damit ist das erste Drittel rum. 1-0 Führung, ist okay. War, glaube ich, ein ganz gutes erstes Drittel von uns. 7 zu 6, also war ausgeglichen auf jeden Fall. Hat ich auch richtig eingeschätzt. Wir wurden auf jeden Fall nicht abgeschossen. So, Schütz gegen Gotsch. Nein! Oh, da ist die Möglichkeit vielleicht für Nowski. Dann Nowski auf Potter. Und Ehrhoff. Bleibt an der Scheibe. Potter. Oh, alter Endras. Ja, er hatte wieder ein bisschen mehr zu tun als im letzten Spiel. Ist wieder zum Scheitern verurteilt hier, wenn Blair Jones beim Bully ist. Mann. Echt langsam das Gefühl, ich könnte da jeden anderen hinstellen. Dominik Tiffels so. Oh, und der ist ja nur Verteidiger, der wird eher einen Bulli gewinnen. McMurtry. Wer hat die Scheibe? Ach man. Oh, jetzt Ryan Jones. Torschütze zum 1 zu 0. Und Endras packt da wieder zu hier. Schnappt er sich die Fliege. Und wir gewinnen wieder kein Bulli mit ihm. Aber er hält die Scheibe zumindest, wenigstens etwas. Das ist mal hier. Nein! Ich mal was anderes ausprobiert und ging trotzdem nicht rein. Lalonde. Ach man, ey, immer genau auf den Endras. Und da war Blair Jones im Slot, aber. Eriksen. Ja, Mann! Da geht so ein Ei rein. Eriksen Fanclub. Da geht tatsächlich mal so ein Ei rein. Unfassbar. Was haben wir denn Pech gehabt hier im gestrigen Spiel? Und jetzt endlich mal viertes Playoff-Tor. Überhaupt kein guter Schuss, aber er ist drin. Das ist die Hauptsache. Blair Jones und Ryan Jones, die Assistenten. Und 2 zu 0, das ist endlich mal wieder ein bisschen komfortabler. Und Kremmer. Muss aufpassen, ja, heute mal keine Strafe ziehen. Die haben uns nämlich in den letzten Spielen sehr, sehr wichtige Gegentore gekostet. Lalonde. Und Kremmer. Auf Hospelt. Oh, schade. Ah, der geht natürlich raus. Und Sulzer. Nein! Ja, so wieder so ein typischer Haiefehler. Und Nico Kremmer jetzt. Mann, was mache ich denn da? Warum spiele ich denn einfach mal aufs Tor? Du spekulierst so ein
Rebound. Nein, ich versuche eher so einen Querpass zu spielen. So wie hier jetzt Adam, aber Wesslau. Und Hanowski. Und ich renne einfach mal ins Abseits. Kann man mal machen. Ach, Schütz, verdammt. Und Moritz Müller hat die Scheibe. Oh, mein Hund. Selbst der. Oh Gott, werden wir wieder rausgebracht hier. Was? Das war doch kein Abseits. Ich hab doch geguckt. Das ist doch doof. 6 Minuten noch. Und Erhoff. Och man, ey. Und Erhoff Monstercheck. Ja, kann man mal probieren hier. Ah, da ist jetzt an die Lücke McMurtry und Potter. Mann. Chuck. Oh, das gibt's nicht. Das war richtig gut gespielt. Leider richtig gut gespielt von Mannheim. Und damit ist es wieder nur noch ein Spiel mit einem Tor Vorsprung. Gotsch mit dem ersten Playoff-Tor. Schade, ey, so spät im zweiten Drittel. Und Luka Dimon. Jetzt geht's nur noch ums Retten ins zweite Drittel mit dem Torvorsprung. Kalle, Wesslau. 2 Sekunden noch. Und ja, der hat's von hinten probiert, ging nicht. Und damit ist es zum Glück die 2:1 Führung nach dem zweiten Drittel mit 10 zu 13 Schüssen. Also wir sind sogar wirklich hier das dominierende Team. Bulli ist ausgeglichen mit 6 zu 6. Und Schütz verliert's Bulli. McMurtry. Potter. Hanowski. Schütz und da ist jetzt Platz. Nein, Mann. Warum kriege ich das nie so schön gespielt wie die KI? Warum nicht? Ich spiele doch nicht zum ersten Mal NHL. Ich spiele das doch schon ein paar Jahre. Seit NHL 97 spiele ich NHL auf dem Super Nintendo damals. Da war der eine oder andere Entwickler wahrscheinlich schon nicht mal geboren. So, Potter. Hanowski. Jo, einfach mal drüber gehauen. Boah, Potter. Der stand da nicht unwichtig. Nein, Mann, das war ein Fehler. Wesslau und wieder Potter. So, Schütz. Jetzt haben wir gegen 3. Oh nein, Schack, Mann. Das gibt's nicht, was ich für Chancen auslasse. Der Endras ist aber ein Tier da hinten. Und der... Die Bulli-Fluppe. Er gewinnt ihn. Er gewinnt ihn. Aber dann kommt so ein Schuss bei raus. Oh, jetzt vielleicht. Nein, Mann. Julok geht hinter das Tor, aber kriegt ihn nicht. Müssen wir, dass wir die Abwehr nicht komplett jetzt auflösen. Wesslau, Alter. Junge. Bester Mann. Im wahrsten Sinne des Wortes. Oh, was jetzt? Hä, ich dachte, es wäre ein Pfiff gewesen. Verdammt, ich habe aufgehört zu spielen. Ich habe gedacht, ich hätte einen Pfiff gehört. Voll die Hallos habe ich schon hier. So, Kai Hospelt.
ricocheted off a defender. Hospelt. Eriksen. Kremmer. Ach man, Larkin wieder. I know lots of people like high scoring games. Well, actually I'm one of them. But this has been almost like a Ullmann. Festerling. Müller. Na, Müller nicht konsequent genug. Gives it to the point. At the front of the net. And he gets it back. Oh, da war eine Ah, jawohl, Kremmer bringt das Ding ein bisschen raus, zumindest. Eriksen, bleib doch hinten, Mann. Weslauf. Alter, ich dachte, der kriegt ihn jetzt gegen Rücken und der geht rein. Top 10 nach Jacks Christian Error, 35. Hey, wir haben eine Statistik mitbekommen. Normal hau ich ja immer die X-Taste wie ein Bekloppter und dadurch kriegen wir das nie mit. Latak verliert das Bulli, Mann. Radicky. Hackdack und Weslau schnappt zu. Komm, jetzt Reihe 1 brauchen wir. Ich glaube, Schütz ist ein besserer Bulli-Spieler als Latter. Plachter. Oh, der ist drüber. Und Schütz auf Sulzer. Warum auch immer Sulzer jetzt da vorne ist, aber Sulzer. Ja, Mann! 3-1! 3-1! Sulzer, bester Mann! Geht einfach nach vorne und Justin Chuck mit dem 3-1. Noch 4 Minuten, ey. Das müsste doch eigentlich die Vorentscheidung sein. Ich weiß, 2 Tore sind nicht viel beim Eishockey. Aber gerade im dritten Drittel. Drittes Playoff-Tor für Justin Chuck. Richtige Entscheidung, die erste Reihe zu bringen. Lambacher. Wichtige Reaktion von uns, ey, ohne Mist. Nach den zwei Niederlagen jetzt. Ah, oh, der war mal richtig schlecht jetzt. Pott. Ah, oh, Weslau. Und Hanowski. Ah, oh, der ist noch frei. Nein! Oh. Letzte Minute läuft. Mannheim nimmt Endras raus. Radicky. Wen haben wir hier? Erhoff. Adam. Noch 45 Sekunden. Und jetzt Potter. Uvira haut das Ding vorbei. Pitching it to Setoguchi. Adler Mannheim 29 Sekunden. Und der geht raus. 20 Sekunden, das sieht gut aus. Potter, Sulzer. Oh, der bleibt hängen. McMurtry. Und Schütz. Oh Gott. Na egal, 3-1 gewonnen. Jawohl. Wir haben jetzt den Matchpuck. Sehr, sehr wichtig, nachdem wir jetzt zwei Spiele hintereinander verloren haben. Wir haben die Chance jetzt aufs Finale, Leute. Das war aber auch ein hartes Stück Arbeit heute. Gustav Weslau, der hatte einen enormen Anteil daran. Würde ich mal behaupten. Bei 22 Schüssen der Mannheimer. Hier Jones, Schack und Weslau, die Spieler des Tages. Und damit geht's zurück ins Hauptmenü. Jo, und damit simulieren wir nochmal zum nächsten Spiel. Wenn euch das Video heute gefallen hat, lasst mir mal einen Daumen nach oben da, schreibt gerne was in die Kommentare, wenn ihr Fragen oder Anregungen habt zu NHL 18, werde ich auf jeden Fall beantworten. Gerne auf meinem Discord-Channel vorbeischauen, der Link dazu unten in der Videobeschreibung, wo auch meine anderen Social-Media-Kanäle verlinkt sind. Gerade Instagram lohnt sich eigentlich, da kommt hin und wieder mal ein Foto von den Haien oder ein Video, wenn ich in der längsten Arena bin. Ansonsten, wenn ihr Lust habt auf mehr Let's Plays von mir, jeden Tag eine neue Folge von NHL 18, von WWE 2K18, von FIFA 18, also lohnt sich auf jeden Fall ein Abo dazulassen, weil für Sportbegeisterte ist der Kanal, glaube ich, schon nicht so schlecht. Also wäre auf jeden Fall cool, wenn ihr den Weg mit mir geht. Ich bedanke mich bei euch fürs Reinschalten, für die Aufmerksamkeit. Wünsche euch allen noch einen schönen Tag, lasst es euch gut gehen. Bis zum nächsten Video, macht's gut und ciao.